Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Immer noch in Lohgrin. Wir haben die große Camelot-Brücke in der letzten Folge überquert. Und ja, gucken wir mal, was hier so abgeht. Wir haben hier eine Nebenquest und eine andere Aufgabe. Und die gucken wir uns mal direkt an. Was hast du denn hier zu sagen? すまんな。こっちも命がけなんだ。ご主人、ご主人。今の値段ってめっちゃボラれてるよ。分かっています。でもこんな辺境では旅商人だけが頼りで。けど相場の5倍はやりすぎ。ゾフコット原野に1頭凶暴な象がいて、正体を襲っているのです。 ゾウ相手なら逃げるとかわなはるとかいくらでも方法ありそうだけどな。ですが騎馬小隊や武装小隊まで全滅していまして。普通じゃないな。そちらの方はもしかして同志様？一応スレイって言います。おお、おまさん。伝わっていますよ。あなたは世界の希望ですわ。どうか頑張って。必要なものがあったら言ってください。 お役に立てるかもしれない。ありがとう。気持ちだけで十分です。同志信仰が熱いんだな。このローグリンは昔からそうなんです。純粋な敬意なのでしょうね。突然gibt's ja Bosheit. Machen Elefanten in Union. Ja, den machen wir fertig. Hey, eine Katze. Ja, ja, die kann man nicht sammeln in dem Spiel. So, dann ist dann noch so ein Ausrufezeichen. Übernachten wir mal oder kaufen wir hier. Zu gucken. Stimmt, hier. Traumgut kann man jetzt kaufen. Viel. Nein, das war mal erst. Was haben wir denn hier alles? Okay, die kann niemand, die kann schleifen, kann auch Alicia tragen. Ich frage mich, ob wir sie bald bekommen. Nehmungseffekt und so. Nee, hey, die haben wir noch gar nicht, merke ich gerade. Waffen können wir ja nichts kaufen, verdammt. Ja, ich bin natürlich wieder kurz vorm Level ab. A-Angriff, A-Verteidigung, Fokus. Nehmen wir das. So, und was ist das hier? Eine Matroschka. Tipo? Seltsame Puppenstatue. Tipo? Und Tränke des Lebens. Ich glaube, ich soll ja noch gar nicht hin irgendwie. Die Entdeckung habe ich, glaube ich, schon ein bisschen zu früh entdeckt. Sonst wird ja hier, glaube ich, ein Skit kommen. Apropos Entdeckung, ich habe noch eine gefunden auf Screen beim Training. Und die kümmere ich mich auch noch bald. Und ich bin kurz dafür, 150 Mystic Arts einzusetzen. Und ich habe irgendwie... Na, erstmal hier übernachten. Oh, verdammt. Und ich habe... habe ich eine neue Kampfaktion bekommen für, ich glaube, 40.000 Schaden in einer Amortisierung, unbegrenzt hier, maximale KP könnt über 9.999 steigen. Nee, warte, nicht das hier. Schaden, den du bei der letzten Abwehr erlitten hast, wird deinem nächsten Angriff als Schaden hinzugefügt, und das habe ich bekommen, nachdem ich 40.000 Schaden in der Amortisierung gemacht habe, unbewusst, ehrlich gesagt. So, hier ist auch noch ein Ausrufezeichen. Ah, und wie rund er war. Er war der rundeste, den ich in meinen 2000 Jahren je gesehen habe, leider. So rund, als ob ein Traum wahr geworden wäre. Ein Traum, ein runder Traum. Wie soll das gerne auf eine solche geometrische Perfektion reagieren? Ich musste meinen unwürdigen Blick abwenden, so komisch war seine Schönheit. Kosmisch. Wer hätte gedacht, dass die Trisolde-Höhle solche Wunder wirkt?
リスイゾルドで見たって言ってたよね。行ってみよう。 Das wird nicht vermerkt, also sollte ich mir halt merken. So ein Dreck. Ach, stimmt, die ist Gold. Training war übrigens nicht so einfach. Ich habe in dem Windturm trainiert hier. Und ja, war nicht so leicht. Ich habe einen so einen Mimik-Zombie wieder gefunden. Das hat es natürlich wieder ein bisschen beschleunigt. Ich habe zwei Level trainiert, weil in der ersten habe ich ganz gelernt. Also hoffe ich, dass ich in dieser irgendwas lerne. Talentenmanagement. Okay. Danke. Irgendwie weiß ich nicht. Ich nehme an, irgendwie so 1000 Mal oder so ein Talent aktivieren oder irgendwie sowas. Boah, muss ich jetzt echt hier nochmal rumgehen. Weil da unten... Ich werde eingeladen, aber da unten Dingens sein. Boah, wie heißen die Viecher nochmal? Turtles. Ich glaube ja, ne? So, jetzt erstmal gucken, welche Reihenfolge wir hier alles machen. Ich soll ja anscheinend noch nicht hier hin, aber... Wenn ich schon mal hier bin, warum denn dann nicht? Ja, du bist ein Turtles. Habe alle Kontinente nach ihm abgesucht. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich meine Haut abgeworfen habe. Ich bin erschöpft, vielleicht ist die Reize eine Fluch, den ich mir selbst auferlegt habe. Ach ja, ich habe eine neue Karte erstellt. Danke fürs Geschäft, jetzt kann ich meine Reizen fortsetzen. Abenteuerkarte, westliches Gebiet ein und Norman High. Gibt's Feuerangriffskraft, Laila? Ja. Feierer dient jetzt dem Herrscher des Landes. So, was haben wir hier? Nichts. Was haben wir hier? Truhe, die ich nicht öffnen kann. So, okay, dann wieder raus hier anscheinend. Oder wir suchen diesen Elefanten. Oder wir suchen diese eine Höhle, wo irgendwie das perfekte Rund zu sein scheint. Schauen wir uns nochmal auf den Kontinent hier um. Land, Gebiet, keine Ahnung. Gegner waren ja hier noch nicht so schwer, habe ich so das Gefühl gehabt. Ja. Da ist ein Gebiet und da ist eine Höhle, also gehen wir mal da rein. Gut. Ich habe die eine Entdeckung nicht vergessen, die ich noch gefunden habe auf Screen. So, gehen wir erstmal schnurstracks zu der Höhle. Weil wir jetzt wahrscheinlich hin müssen wegen den Dingen. Und da ist der Elefant, oder? Ne, da sind mehrere Elefanten. War gegen so einen schon gekämpft? Der verfolgt mich. Ma. Wieso bin ich nicht voll geheilt? Ich kann doch gerade im Gasthaus übernachten. Ah. Könnte mal alle hier bleiben. So. Und noch zwei einsetzen, dann habe ich schon 150. Leila. Ich verstehe nicht, wie sie sich da manchmal nicht aktiviert. Ich tue einfach nur R2 ganz gedrückt halten. Das war die fertig. Na, ich wollte mich gerade heilen. Im Laufstieg. Nichts gelernt, geil. Hätte ich noch ein bisschen lernen können anscheinend. Geil, schon wieder nichts gelernt. Flinke Tritt nutzt so schnell Schritte, um viermal nacheinander rasches Ausweichen auszuführen.
Ohne Schaden zu nehmen, verringert sich die für mystische Art feuerliche SA um einen. Oh, das ist irgendwie random. Vier Schritte machen und dann Mystic Art Kosten senken. Irgendwie sehr komisch. Okay, du siehst mich. Oh, Rose steuern. Oh, ich jetzt schon wieder HP voll. Was? Oh, keine Ahnung. Mal gucken, wie viel Erfahrungspunkte ich habe. Ein Speicherpunkt in der Nähe wäre nicht schlecht. Sonst möchte ich noch nicht gegen irgendeinen Elefanten oder so kämpfen. Ist das? Nee. Was ist da? Sieht so sehr auffällig aus. Wer ist das Gebiet überhaupt hier? Safgotmore, genau. Das ist eine riesige Tür. Aber wir anscheinend nicht durch können, weil sonst wird auf der Karte irgendwie stehen. What is this? Nichts, okay. Sieht aus wie irgendwas aus Dingens hier. Boah, wie heißt das nochmal? Boah, man gegen diese Riesen. Shadow of the Colossus. Das sieht irgendwie aus wie irgendwas aus Shadow of Colossus. So ist das Spiel, oder? Habe ich übrigens nie gespielt. Muss ich mal nachholen. Na, wo ist der Elefant? Ich sehe solche Elefanten, aber ist nicht der Elefant, den ich suche, ne? Und da ist ein Speicherpunkt ausgezeichnet. In der Welle gibt es viele garstige und aggressive Tiere. Also wie überall. Nichts prüfen, okay. Mensch. Irgendwie weiß ich nicht. Ich sollte, ich sollte hier noch nicht rumlaufen, aber warum nicht? Wie hoch ist jetzt zu euch angeskommen? Die war 403 letztes Mal. Jetzt ist sie 406. Okay, um 3 gestiegen. So nicht schlecht. Mal zu gucken, ob die Level-Ups überhaupt was bringen. So. Halbwegs. Ob ich überhaupt stärker werde. Was ist das schön hier? Wenn ich schon viel zu früh hier bin, anscheinend. Boah, erinnert mich irgendwie an Tales of Xillia, an diese eine Höhle, hinter der sich Elises Haus befindet hat. Boah, echt? Ah. Boah, warum dauert die Flucht so lange, ehrlich? Kann ich ja leicht gegen die kämpfen. Mach mal auch jetzt. Wollte eigentlich auf mich ziehen, danke. Da kommt er. Und dann irgendwie der beste Massenangriff. Da wollte ich nicht mal, ich wollte mich heilen. Da wollte ich machen. Ist schon wieder geil an irgendwie, ne? Geh weg von Layla. War sehr gut. Dann bin ich traumatisiert. Oh, das war's. Gut. Oh mein Gott. Ich hab nicht Wort dafür bekommen, Mann. Ich glaube, ich werde das hier eher brauchen. Oh, das war jetzt schon wieder unnötig. Da war irgendein Wirbelsturm, glaube ich. Ne, da ist einfach nur Boden, der so aussieht. Was bist du denn? Geh weg.
Oh, was ist das denn? Boah, verfolgt mich das immer noch. Boah, was greift mich denn hier die ganze Zeit an? Das hat übrigens eine höhere Angriffskraft als Sorei, soll ich ausnutzen. Ich glaube, wir sind die überhaupt 57. Den nächsten Speicherpunkt nehme ich, um mal nach Hause zu gehen, wieder. Ja. Kann ich nichts machen, ne? Klopf, klopf, feu, feu. Alter, warum sind in letzter Zeit meine ganzen Controller immer leer? Vorhin noch ein bisschen Offscreen-Arbeit bei Fallout 4 gemacht für meine Aufnahmen und ist auch die ganze Zeit hier schon wieder Akku leer. Habe ich nach der Aufnahme nicht vergessen. Und da kann ich schon wieder was machen. Nein, nicht schon wieder. Ich wollte schon sagen, die sah beim ersten Blick nicht so groß aus. Aber das trügt, ne? Oh Gott, nein, nein, nicht schon wieder ein gefährliches Treffen, ehrlich. Verschwindet. Boah, nein, nicht schon wieder. Das ist die anfechten Erde. Ja, frisst das. Nein, treffe ich den nicht, ne? Oh, was ein Angriff. Ja, das ist für... Okay. Das hatte ich noch nicht. Stimmt für die Mädels, ne? Fokus auf Verteidigung. Fokus auf Verteidigung. Nee. Nee. Muss nicht. Ist aber sehr schön hier. Oder dann muss ich. Oh nee. Verschwinden die denn so schnell? Ich dachte, ich was dagegen hätte. Aber naja. So, da lang. Weiß ob ich überhaupt storymäßig irgendwann hier rein muss. Diese Lamorak-Höhle in der Nähe von, boah, von im Versteck der Sperlingsfedern. Muss ich irgendwie auch noch nicht hin. Mittlerweile bin ich ja bestimmt zu stark, um da reinzugehen. Nein, seid ihr denn? Ihr werdet vertagt. Mal wieder nach rechts. Hier ist auf jeden Fall irgendwo so ein Boss, ne? Gold, gut. Ist nichts. Ich hoffe, diese Aufnahme wird nicht asynchron. Weiß nicht, was das sollte, ehrlich gesagt. Ich tue alles, ich tue die Aufnahmen so übereinander legen, meine bearbeitete Audiodatei und also was. Das sieht jetzt ungemein alle, ne?
Und irgendwie mein Aufnahmeprogramm, das ist sowieso kacke. Nee, mein Videobearbeitungsprogramm, was kacke ist. Weiß ich nicht. Wenn ich da Video abspiele, ist synchron, aber aus irgendeinem Grund war es jetzt in meinen typischen Videoplayer abgespielt habe, nicht mehr synchron. Also ja. Dann geht natürlich wieder so ungefähr ein, zwei Stunden Bearbeitungszeit wieder flöten. Also lange dauert das, um ein Video zu rendern. Das habe ich dann ungefähr zwei, dreimal gemacht, weil ich noch Zeit hatte und schon voll viele Sachen bearbeitet hatte und aus irgendeinem Grund ist das immer noch asynchron gewesen. Also ja. Viel machen kann ich dann ehrlich gesagt nicht. Ich konnte dann raten irgendwie so, aber will es auch nicht so bringen. Leuchtende Pilze. Immer noch kein Skid. Ja, ich bin viel zu früh hier. Wahrscheinlich muss ich Alicia oder so im Team haben oder so, um Skid zu aktivieren. Ja, ich könnte in der Aufnahme natürlich so raten. Ja, das, wenn ich das dann ausspeise, dann könnte das vielleicht synchron werden oder so, aber das ist ja auch kacke. Wie soll ich denn das machen? So, immer noch in der Höhle übrigens. Boah. Du merkst, sind die normalen Gegner ja nicht so stark. Aber der optionale Boss, der wahrscheinlich hier drin wartet, der wird es in sich haben, oder? Obwohl, den konnte ich ja wahrscheinlich erst nur aktivieren, sag ich mal. Wenn ich mit diesen Typen geredet habe, oder? Oh Gott, geht weg. Okay, ist gut. Wie lange verfolgt mich das Viech eigentlich noch? Muss mal irgendwann hier zu den Entdeckungen zurück. Ich glaube nicht, dass die Skids ewig dann da sind. Laufen dann bestimmt auch irgendwann ab. So, hier ist die Abkürzung, ne? So, geh mal weg, bitte. Verpiss dich. Danke. Da lang. Gut, haben wir die Abkürzung schon mal geschafft. Alter, wie schnell ist das Viech? Ja, muss ich sagen. Ah. Ja, fast genauso aufgebaut wie die Lamorak-Höhle, ja, finde ich. So. Okay, scheint das letzte Ding jetzt zu sein. Links. Weiß gar nicht, ob ich storymäßig irgendwie was heute erreiche in den Aufnahmen. Ich versuche es noch so. Aber ich glaube, wir haben noch viele Offscreen-Sachen, die wir machen können. Wo gehst du weg? Danke. Wir müssen ja zu diesem Schlachtfeld, zu diesem, wo wir zum ersten Mal Helldive begegnet sind. Und ich will aber noch ein paar Schmelztiegel versuchen in dieser Aufnahme. Wir haben nur den mit Soray, Mikleo. Ich glaube, Rose haben wir auch geschafft, oder? Haben wir mit Rose schon? Also mal gucken, wo die alle sind. Den mit Soraya haben wir auf jeden Fall geschafft. Den mit Mikleo haben wir auch überraschenderweise geschafft. Ich glaube, den mit Edna haben wir auch geschafft, ne? Und nicht mit Rose. Den mit Layla haben wir auf jeden Fall noch nicht geschafft. Bin mir jetzt nicht sicher. Mal so gucken, wo die nochmal alle waren. Dann kann ich es so ungefähr einschätzen, ob ich den gemacht habe oder nicht. Quarzschirm. War. Wo ich muss auch mal gegen einen von euch kämpfen. Klingenschnabel. Also wie von jedem anderen Viech dieser Rasse. Das ist irgendwie nicht so ein guter Tipp. Sehr gut.
Wir konnten ja mit der Kamera nur so vergeigen, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, warum zoomt die Kamera immer so ran, wenn ich angreife? Die balanciert sich immer ein, wenn ich aufgehört habe anzugreifen oder mich zu bewegen. Ja. Hört euch auf. Ja, wenn ich aufhöre, mich zu bewegen oder anzugreifen, dann dreht die so. Bei Grace ist das auch schon so. Da war es nicht so schlimm. Die Kamera, die hat mich die ganze Zeit irgendwie so angezoomt. Ja, guckt sich das an. Jetzt aber nur bei so Höhlenkämpfen und also was, ne? Dass ich irgendwie die Kamera so anpassen muss. An. Weil der Kampf dauert jetzt hier schon viel länger, als er eigentlich sollte, ne? So einfach nicht. Oh. Sehr geil. Oh. Habe ich nicht absichtlich gedrückt, aber sehr gut. Okay, Edna, ist gut. Wahrscheinlich ist hier irgendwo der Boss, ne? Ja, gerade uns läuft die Zeit ein bisschen davon. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Mich noch irgendwas hier in dem Part schaffe. Ich will nur den Boss, also den Mini-Boss, schon mal finden. Oh Mann. Los, lauf gegen die Wand, lauf gegen die Wand, lauf gegen die Wand, das klappt immer. Dann verschwinden die manchmal, weil sie an der Wand stecken bleiben. Ja, genau so. Sehr schön. Und hep. Warum stehen die eigentlich noch so Steine in mir? Ich kann doch noch gar nicht hier hinkommen. Wenn ich die wenn ich die vierte Prüfung noch nicht abgeschlossen habe wegen dieser Domäne. Also Gododin, bis zur Gododin, bis zur ersten Prüfung. Also warum stellen die mir nur so Steine in den Weg? Die sollten sie echt nur hier an so Klippen oder so hinstellen, damit du weißt, ja, du kannst hier eine Abkürzung freischalten oder so. Nicht einfach so random irgendwie in so ein Part rein. So, lass mich raten, hier ist der Boss. Nö. Ah. Hier ist Norman. Fähigkeit gegen Untote. Was ich hier. Ich war beschissenes Schwert, habe ich gerade gemerkt. Hat zweimal Lähmungseffekt. Litsch. Fällt mir gerade ein hier. Hier sowieso jetzt gegen den Gegner aus dem Weg. Damit hat mich natürlich nicht davon aufgehalten, hier ein paar Kämpfe zu beschreiten. Unbeabsichtigt. Da wartet hier der Boss. Hey. Ja. Ich meine dir vorbeilaufen, danke. Du bist vermerkt, aber du wirst noch nicht bekämpft. Ich übe mich in Geduld. So. Rahmenlose Brille. Okay, wir gucken uns im nächsten Part an. Wir haben keine Zeit mehr heute. Haben wir hier noch Geknatz. Bitte jetzt nicht noch am Ende des Parts. So, zack, und hier kommen wir wieder zum Anfang, ne? Ungefähr, ja. Gut. Dann beende ich so im Part hier. Und ja, was machen wir im nächsten Part? Im nächsten Part fange ich auf jeden Fall mal in der Entdeckung an, die ich gefunden habe, damit wir die schon mal aus dem Weg haben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria, wo wir was auch immer machen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.